Ich glaube, wenn wir da alte Lagerspots suchen, finden wir besser zurück. Dürft doch Dosen, oder? Sind diese Signale. Die leuchten zwar nicht mehr, aber. Sehr gut, Sturmtruppler. Die Signale lassen sich aber noch entzünden. Da vorne, die Kreatur muss weg. Feuer frei, Sturmtruppler. Sie können mit Ihrem Blaster dem Sturmtruppler helfen. Und passen Sie, von links kommt ein Krabbler. Zwei Krabbler. Ich sehe keinen Kopf. Keine Munition mehr. Alle exekutiert, Meister. Sturmtruppler, auf das Vehikel. Ich gehe zu Sie Fuß haben hier weiter. auch Fahrzeuge? Ich habe es so genannt. Als Erinnerung an meinen Gleiter. Natürlich. Lassen Sie das Tier immer horchen, ob Kreaturen in der Nähe sind. Geben Sie immer Signal, wenn das Tier etwas hört. Sie sieht da vorne irgendetwas. Ich glaube, der Weg ist falsch. Hier lang. Wo ist der Saboteur? Best gefolgt. Wo bleiben Sie denn? Kurzen Migräneanfall, Meister. So, on the stream. Wir werden jetzt noch zum Lager zurückgehen. Wenn wir dort angekommen sind, ist dann wieder für heute Schluss. Wir erfahren im Discord dann wieder, wann wir das nächste Mal streamen. Also, falls euch das interessiert, schnappen euch mal ganz kurz den Discord-Link. Ploppt ja immer wieder auf. Am schönsten Ausrufezeichen Discord in der Chat nennen, der grüne A. Der passende Link dazu. Und dann erfahren wir schneller, wann wieder Stream ist von unserer Story hier. Ja. Nur, dass wir schon mal gleich Bescheid wissen, dass eine Test, die ich du so abrupt Ende mache.
scheint etwas im Wald zu sein. Sind der Sabotage mächtig? Können sich hier diese Schlucht schon mal genauer anschauen. Werde ich mal. Weil jetzt wissen wir, das ist einer der Wege für hoch. Es gibt insgesamt drei Wege zu unserem Stützpunkt. Zu sichern gilt. Das hier ist einer. Ist diese Bar. Sind von unserer Expedition zurück. Niemand dazu. Das ist unser. Ach, ist dies unsere Basis? Das wird unser Stützpunkt. Unser Baumeister hat die Materie Stein. Und zum Bau angefertigt. Sieht sehr solide aus. Unser Baumeister lernt schnell. Mit den heimischen Ressourcen stärkere Gebilde zu bauen. Wir werden ihn gleich kennenlernen. Jawohl. Dürfte ich mich 2 Minuten hinlegen? Wo wollen Sie sich hinlegen? Es gibt kein Bett. Ich werde auch. Ich werde mich einfach irgendwo in die Ecke setzen. Sie dürfen sich hier oben rühren. Ja, machen Sie sich ein Bild von der Lage hier. Ja. Captain Phasma! Das hier ist die Sabotageeinheit, die ich über Funk durchgegeben habe. Ab jetzt sind Sie Captain Phasma unterteilt. Imperator, entschuldigen Sie die Frage, aber auch werde ich einen Rang niedrigeren Offizier unterstellt. Das alte Vertrauen muss neu aufgebaut werden. Sie könnten auch von den Rebellen sein. Ja. Wir sind im Moment dabei, für den Architekten weitere Steine zu besorgen. Dort hinten in der Ecke hat er uns bereits eine Werkbank gebaut, auf welcher ihr eine verbesserte Axt und eine... Welche Ecke? Dieses Gebäude hat mehrere Ecken. Folgt mir, ich werde euch hinführen. Sehr gut, ich habe mich schon mal gleich ausgestattet. Seht ihr, hier findet ihr bereits Werkzeuge aus Metall. Unser Baumeister war sehr schnell in dem Erlernen, wie man mit Metall und den einheimischen Metallen umgeht. Das sind jedoch erst die ersten Prototypen. Sollten sie kaputt gehen, naja. Wir können sie einfach reparieren. Entschuldigen Sie die Frage, aber gibt es auf diesem Planeten noch etwas Essbares? Meine Nahrungsvorräte sind relativ knapp geworden, seit dem Absturz. Ich kann euch etwas von meinen Rationen auf den Tisch legen. Ich bin bereits auf der Suche nach dem Architekten, denn er muss bereits mehrere andere Sachen noch dringendst organisieren. Dieses Fleisch ist mir nicht bekannt. Captain Phasma, entladen.
von den einheimischen Kreaturen. Captain, ich habe noch etwas Nahrung gefunden, während ich Steine gesammelt habe. Sturmtruppler entladen. Welche Kreaturen genießbar? Da ich selbst von diesen Vorräten gegessen habe, kann ich Ihnen versichern, dass diese nicht vergiftet sind und mit ihnen alles in Ordnung ist. Ob alle Kreaturen und alles Fleisch Einheit auf diesem Planeten essbar ist, weiß ich noch nicht. Entladen. Ja. Dann gilt es, dies wohl aus. Architekt, wir müssen dringend Stützmaßnahmen errichten. Unsere Breitmäuler wurden vorhin angegriffen. Captain Phasma, ich vermisse Betten. Architekt, stellen Sie Betten auf. Und wir brauchen Lager. Stellen Lager und Feuer. Das Lager haben wir früher erreicht als gedacht. Wir haben schon ein bisschen das Lager gesehen. Wir machen jetzt noch bis 11. Mach mal voll und dann machen wir Schicht für heute. Ja, damit es schneller geht, fahr mich mit. Wir haben eigentlich so gut wie. Wow, eigentlich dürfte ich sie doch gar nicht her. Und ich höre sie trotzdem. Wenn man will, dass was gescheit gemacht wird, dann macht man es selber. Hier will ich mich ja bestimmt nicht die ganze Zeit in der Base stehen, sie, oder? Was wäre denn das für ein Roleplay? Ich habe Level Up. Melee Damage. Ich stelle mich davor aus, dass dann das Laserschwert mehr Damage macht.
Irgendwo mit dem Sif-Outfit und einem schwarzen Para. Doch mal schwarzer Para hat nicht her. Der wollte mal schwarzer Para, nur weil er schwarz ist, 100 Pro. Gib mal schwarzer Para nicht her. Da muss schon ein schwarzer Raptor kommen, damit ich ein Para hier gebe. Vergessen Sie nicht die Betten, der Imperator möchte unbedingt, dass die Betten denen nicht stehen. Ich arbeite dran, Captain. Auf der rechten Seite scheint es ja unstabil zu sein. Ja. Boden. Sturmtruppler FN, entladen. Ja, die drückten Einheiten haben auch wieder erreicht. Lagern Sie diese Dinge auch mal. Das verdorbene Fleisch auch. Wir brauchen es, um die Paste herzustellen. Haben Sie das etwa vergessen? Jetzt raus, wie die anderen Steine sammeln. Wir arbeiten immer noch mit dem primitiven Werkzeug. Das ist mein Bearbeitungswerkzeug. So zimmer ich mir alles zurecht, wie ich es brauche, Captain. Ich bin natürlich auf dem neuesten Stand. Entschuldigung, mein Imperator. Ich bin es nicht gewohnt, mit Ihnen zu sprechen. Ihnen sei verziehen. Mir gefällt, wie weit Sie schon gekommen sind in Ihrer Kunst. Danke, mein Imperator. Das Rote fehlt noch. Was meinst du mit Rot? Ihr könnt Sattelrot färben. Gut, ich würde mal sagen, das war's für heute Abend wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie gesagt, auf dem Discord gebe ich bekannt, wann der nächste Stream ist. Wann die Story hier weitergeht, weil die gehen nämlich alle off. Weil die müssen, ne? Der Server fährt einfach runter und dann kann man eh nicht mehr weiterzocken hier. Der Server läuft nur, wenn ich stream. Und demnach ist es halt wichtig, im Discord zu sein, dass man weiß, wann es wieder weitergeht, wenn man hier mitspielen will. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir jetzt wieder jemand Neues mit dabei haben. Und ja, muss ich, wie weit sich das immer noch weiterentwickelt. Ihr habt jetzt heute erlebt, wie wir das Spot erreicht haben. Wir haben mitgekriegt, das war ziemlich gefährlich, hier hochzukommen. Viele Tiere verloren, ein Sturmtruppler ist uns verstorben. Zwei haben wir müssen verletzt hier hochziehen, also das war schon eine Nummer. Unser Baumeister, oh, ich stehe im Weg. Unser Baumeister ist hier kräftig am Aufbau dieser massiven Base hier vertraut. Und ich werde jetzt Captain Fassmann auch der letzte Abschlussbefehl geben, bezüglich die Sturmtruppler zusammenzutragen und in ihre Quartiere zu schicken zum Schlafen. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Sammeln Sie Ihre Sturmtruppler. Wir gehen zur Ruhe. In die Quartiere. Sturmtruppler antreten. Es sind bis jetzt noch keine Quartiere fertiggestellt, mein Lord.
hoffe, mein Bett wenigstens schon fertig. Ich kann provisorische Unterniederlassungen schnell hinbauen, mein Imperator, Captain. Tun Sie das. Und Sie suchen die anderen Sturmtrupplern. Mein Lord. Wer seid ihr? Ah, Sie haben mich entdeckt. Bericht. Ich habe jemanden mir Unbekannten gesehen. Es war kein Sturmtruppler und keiner der zu uns gehörigen. Als ich ihn angesprochen habe, hat er gerufen, sie haben mich entdeckt und ist davongelaufen. Ich habe das Feuer eröffnet. In welche Richtung ist er geflüchtet? Er ist die Klippe hinuntergesprungen. Ich weiß nicht, ob er überlebt hat. Ich habe leider keine Greifhaken mehr, um mich wieder hochzuziehen. Das ist die Schlucht. Gehen Sie drumherum. Nehmen Sie eine Sturmtruppler-Einheit mit zur Verteidigung zusätzlich. Gehen Sie schauen, ob er den Sprung überlebt hat. Ich stehe zur Verfügung, wenn Sie mich brauchen. Ich bräuchte nur etwas mehr Munition. Wo ist mein Bauherr? Ich habe Pfusch am Bau entdeckt. Wir haben hier eine Lücke gelassen, wenn sich das absenkt. Okay, wir können uns runter sein. Mein Imperator, das ist ein Stützbalken, welcher noch nicht ausgehärtet ist. Ich muss warten, bis das ausgehärtet ist, damit ich die nächste Lage einbauen kann. Okay, Sie haben alles noch im Griff. Gut. Das ist alles gewollt, mein Imperator. Sehr schön, weitermachen. Befehl, mein Imperator. Quartiere wurden schon errichtet, sehr schön. Können Sie die Base noch schnell verschließen? Selbstverständlich, mein Imperator. Saboteur, wir werden bald zur Ruhe kommen. Entfernen Sie sich nicht mehr zu weit. Jawohl. Wie sieht es aus in der Schlucht? Er hat es nicht überlebt. Wiederholen. Die besagte Person hat den Sturz nicht überlebt. Nicht überlebt. Sollten Sie die Leiche identifizieren? Nein, die Person ist unbekannt. Hatte sie etwas bei sich? Ein Blaster und ein Wasserschlauch. Nur sehr wenig Munition, ein Funkgerät und ein Funkgerät. Es könnte ein Spionageangriff gewesen sein. Ist die Frequenz noch eingeschaltet? Nein, war leider gelöscht. Verdammt. Ich zeige euch die Rüstung, vielleicht könnt ihr sie identifizieren, mein Lord. Und natürlich seine Waffe. Es ist ein Rebelle. Sehen Sie diesen Helm? Eine Rebelleneinheit. Er hat bestimmt unseren neuesten Stützpunkt durchgegeben. Und sich dann in den Tod gestürzt. Weil er wusste, wir würden ihn foltern. Verdammt, wir müssen unsere Verteidigungen schneller hochziehen. Saboteur? Jawohl. Ich starte Sie hier mit einem Funkgerät aus. Die Frequenz ist 66. Jawohl. So erreichen Sie mich oder Captain Phasma. So, alle Sturmtruppler ins Lager zurück. Wir legen uns zur Ruhe.
ziehen Sie Ihre Kollegen ins Lager. Schlafquartier. Im Lager Rheinsee. Dreckige Rebellenschreibtisch hat nix. Du hast, da kann man sie auch bezeichnen. Sturmtruppler, in die Quartiere! Auf in ihre Kahüten! Saboteur, Sie verschließen die Tür. Oh, ich brauche noch eine Nachtwache. Captain Phasma. Ja, Roman. Die Einheit FN braucht sehr dringend Schlaf, aber dennoch muss eine Nachtwache aufgestellt werden. Aber ich schlage Ihnen vor, nicht FN zu nehmen. Er hatte schon eine Nacht hinter sich. Mein Imperator, ich schlage vor, dass ich noch wach bleibe, weil ich noch einen Schutzwall für die Tiere bauen möchte. Sie übernehmen die erste Wache. Okay. Somit haben wir die Nachtwache. Alle anderen müssen ausschlafen. Wird ein harter Tag. Sie sind ja auch noch ganz ausgepowert von ihrem Absturz. Und dem Aufmarsch hier hoch. Der Aufmarsch war sehr anstrengend. Den gebe ich Ihnen recht. Gut, ruhen Sie sich aus. Wir legen uns alle zur Ruhe. Eine Nachtwache wird uns beschützen. Gibt es hier Quartiere? Wurden frisch errichtet. Jawohl. Haben Sie ein Wohl des Mächtigen. Gut, das war's. Ende vom Stream. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao, bis zum nächsten Stream. Wie gesagt, im Discord gibt's Infos, wann. Tschüss, tschüss. Ausrufezeichen Discord in der Chat, wer da noch nicht hat.